Hallo ihr Lieben, ich bin Alisa von Faces of Ukraine. Ich glaube, das letzte Mal, als ich eine Videobotschaft gemacht habe, war in Kiew. Damals hatten wir eine unglaubliche Angst, Simon und ich. Wir fanden die ganze Lage ziemlich gefährlich. Und hier in Donetsk ist natürlich viel schlimmer. Seit gestern bleiben wir eigentlich nur im Hotel und uns wurde gesagt, dass es ziemlich gefährlich ist, das Hotel zu verlassen. Und es wird auf den Straßen geschossen. Und heute in Lugansk sind 5 Menschen ums Leben gekommen, also wurden getötet. Und das Problem ist halt so, dass um über die Barrikaden zu kommen, brauchen wir die sogenannte Akkreditierung von der Donetsk Volksrepublik, von der DNR. Um diese Akkreditierung zu bekommen, braucht man eigentlich einen Presseausweis. Aber uns wurde, ja, sagen wir so, versprochen, dass wir das doch irgendwie machen können. Ohne diese Akkreditierung ist es nicht möglich über die Barrikaden. Das heißt, wir können gar nicht Donetsk verlassen. Und mit dem Zug zu fahren, vor allem für die sogenannten Höhepunkte der Gewalt, ist es gar nicht möglich, dahin zu fahren mit dem Zug. Und ja, also wie gesagt, wir würden gerne diese Akkreditierung bekommen und das erstens und zweitens besteht es die Möglichkeit, ein paar Interviews zu machen, auch mit den Vertretern von der DNR. Ich kann noch nicht sagen, oder Simon und ich, wir können noch nicht sagen, wie lange wir hier bleiben wollen. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Zeit, um ein paar Infos zu sammeln und Recherche zu machen. Das einzige Problem ist, dass uns Geld fehlt. Das haben wir mehrmals im Facebook geschrieben. Und seitdem ist nicht viel passiert. Uns fehlen über 4.000 Euro, um das Finanzierungsziel bei der Crowdfunding-Plattform wemakeit.ch zu erreichen. Und es sind weniger als 19 Tage geblieben. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann kriegen wir gar kein Geld. Und es wäre natürlich schade, hier alles auf eigene Kosten zu machen. Und deswegen wollen wir uns wie gesagt, das Problem ist halt das Geld. Ich weiß nicht, wie man so richtig vor der Kamera betteln muss. So. Aber ja, ganz ehrlich, also wenn da kein Geld ist, keine Finanzierung, dann können wir hier nicht weitermachen. Das heißt, wir fahren zurück nach Deutschland und wir erklären dann das Projekt für beendet. Und ich persönlich finde, es wäre sehr schade, das zu machen, aber kein Geld und dann können wir unsere Arbeit nicht weitermachen. Bitte unterstützt uns. Wir sind auf eure Spenden angewiesen und ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr uns bis jetzt unterstützt habt, wörtlich und finanziell. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße aus Donetsk. Ciao, baka.